Osterloh betrifft, so steht sie mit unermüdlicher Hingabe dem Haushalte vor. Unter den Gesichtspunkten der Sparsamkeit, der Hygiene wirtschaftet sie mit einer rasenden Umsicht. Und in ihrer extremen Tüchtigkeit liegt ein beständiger Vorwurf für die gesamte Männerwelt verborgen, von der noch niemand darauf verfallen ist, sie heimzuführen. Auf ihren Wangen aber glüht die unauslöschliche Hoffnung, dereinst Frau Doktor Leander zu werden. Für Lungenkranke ist Einfried aufs Wärmste zu empfehlen. Es gibt hier gastritisch Leidende, wie die Magistratsrätin Spatz, die überdies an den Ohren krankt. Herrschaften mit Herzfehlern, Paralytiker, Rheumatiker und Nervöse in allen Zuständen. Ein diabetischer General verzehrt hier unter immerwährendem Murren seine Pension. Mehrere Herren mit entfleischten Gesichtern werfen auf jene unbeherrschte Art ihre Beine, die nichts Gutes bedeutet. Pastorin Höhlenrauch, die 19 Kinder zur Welt gebracht hat und absolut keines Gedankens mehr fähig irrt von einer blöden Unrast getrieben, unheimlich durch das ganze Haus. Dann und wann stirbt jemand von den Schweren, die in ihren Zimmern liegen, und in stiller Nacht wird der wechselnde Gast beiseite geschafft. Und ungestört nimmt das Treiben in Einfried seinen Fortgang. Das Massieren, Elektrisieren und Injizieren, das Duschen, Baden, Turnen, Schwitzen und Inhalieren. In den verschiedenen, mit allen Errungenschaften der Neuzeit ausgestatteten Räumlichkeiten. Was für Existenzen hat Einfried nicht schon beherbergt? Anfang Januar brachte Großkaufmann Klöterjan, Firma Klöterjan und Kompanie, seine Gattin nach Einfried. Fräulein von Osterloh begrüßte die weit hergereisten Herrschaften vom Strande der Ostsee. Gleich darauf erschien auch Dr. Leander und es entspann sich eine erste orientierende Konversation. Langsam! Gabriele, take care, mein Engel, und halte den Mund zu, hatte Herr Klöterjan gesagt, als er seine Gattin durch den Garten führte. Take care! Wenn auch nicht zu leugnen ist, dass er dieses take care anstandslos auf Deutsch hätte sagen können. Die junge Frau litt an der Luftröhre, die ausdrücklich in dem anmeldenden Schreiben zu lesen war, und Gott sei Dank, dass es nicht die Lunge war. Wenn es aber dennoch die Lunge gewesen wäre, diese Patientin hätte keinen entrückteren und unstofflicheren Anblick gewähren können, weich und ermüdet. Sie lächelte mit ihren Augen, die ein wenig mühsam blickten und eine Neigung zum Verschießen zeigten. Ein blaues Äderchen über dem Auge gab dem Gesichtsausdruck etwas Angestrengtes. Manchmal hüstelte sie. Hierbei führte sie ihr Taschentuch zum Munde und betrachtete es alsdann. Hüste nicht, Gabriele, sagte Herr Klöterjan. Du weißt, dass Dr. Hinzpeter zu Hause es dir extra verboten hat. Darling, und es ist bloß, dass man sich zusammennimmt. Mein Engel. Ich glaubte wahrhaftig, es wäre die Lunge, als es losging. Kriegt der weiß Gott einen Schreck. Aber es ist nicht die Lunge, ne? Däube noch mal. Auf sowas lassen wir uns nicht ein, was, Gabriele? Ho, 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 ho. Zweifelsohne, sagte Dr. Leander und funkelte sie mit seinen Brillengläsern an. Hierauf verlangte Herr Klöterjan Kaffee und Buttersemmeln und er hatte eine anschauliche Art, den K-Laut ganz hinten im Schlunde zu bilden und Buttersemmeln zu sagen, dass jedermann Appetit bekommen musste. Er bekam, was er wünschte, bekam auch Zimmer für sich und seine Gattin. Und man richtete sich ein.